Und was viele schon vermutet haben, wurde jetzt offiziell bestätigt, der Görli ist Berlins gefährlichster Park. Hier ist quasi der Eingang zum Görli, Zentralverriegelung. Verfolgt uns, hä? Was laberst du? Was laberst du, Bruder? Er rennt zu seinen Kollegen. Ich schwör alles. Wenn ich wieder schon sehe, Kameramann ist müde. Hallo? Ja. Wach werden. Oh mein Gott. Ich schwöre auf alles, mein Herz war weg. Guck mal bitte, ich bin hier mit dem Ellbogen gegengekommen. Und das Fenster geht einfach runter. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil heute wird es wieder extrem spannend für euch und extrem riskant für uns. Wir haben es jetzt gerade, wie viel Uhr? Ich habe eine Uhr eigentlich hier um Arm, aber ich gucke nie auf die Uhr. Wir haben es gerade 23.31 Uhr. Das ist natürlich die beste Zeit, zum Görlitzer Park zu gehen. Es gibt da natürlich nichts Besseres, um diese Uhrzeit den Görlitzer Park zu besuchen. Ich meine, im Internet steht er nicht umsonst. Görlitzer Park, wo es in Berlin nachts am gefährlichsten ist. An diesen Orten müssen Berliner und Touristen aufpassen. Wir sind keine Berliner, wir sind quasi für die Berliner Touristen. Es wird jetzt nicht gerade schön für uns. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich bin echt müde. Ihr habt vielleicht auch am Anfang gesehen, nicht nur ich bin müde, sondern auch Breezy ist müde. Damit ihr einfach mal einen kleinen Eindruck habt. Ihr wisst ja, es wurde oft gesagt, Cottbusser Tor sei sehr gefährlich in Berlin. Hier steht aber im Internet. Und was viele schon vermutet haben, wurde jetzt offiziell bestätigt, der Görli ist Berlins gefährlichster Park. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage. Das juckt mich nicht, wer das gesagt hat, Alter. Mit 1146 Straftaten im laufenden Jahr ist der Görlitzer Park an der traurigen Spitze. Ja, das klingt natürlich verlockend. Und wenn ich sowas lese, habe ich natürlich noch ein bisschen besseres Gefühl und mein Herz schlägt auf jeden Fall ein bisschen langsamer, wenn ich sowas lese. Was aber auch ganz wichtig ist, das Auto ist nicht unseres, das heißt, wir sollten es nicht mit Dreck hinterlassen. Ich muss auf Toilette und Girlie, bloß ich muss auf Toilette, kann sehr schnell zu einer Nässigkeit im Sitz führen. Aber ich denke auch, ich bin Professor, ne? Kannst du mich... Du kennst den Weg zu Fuß, ne, nach Hamburg? Muss ich über A3 zu Fuß? A4. A4, tamam. Hat Mac es noch auf? Ah, kaufen kann ich, sitzen aber nicht. Alles klar, dann wünsche ich, ne? Frohes Neues, alles klar. Salam. Ich nehme einmal eine kleine Cola. Was willst du? Kleine Cola. Zwei kleine Cola. Und noch eine kurze Frage. Wir kommen nicht aus Hamburg, wir kommen aus... Ja, wahrscheinlich. Ah, sorry, das ist die Müdigkeit. Wir kommen nicht aus Berlin, wir kommen aus Hamburg. Und wir haben eine Frage, wie ist der Görlitzer Park? In erster Linie ist er grün. Alles klar, wir kommen zum Schalter. Was eine trockene Antwort ist. Eigentlich wollte ich gar nichts kaufen, ich wollte eigentlich nur fragen, wie der Görlitzer Park ist, aber da kam wieder so eine Antwort, wo ich mir einfach denke, das ist einfach zum Schalter. Ich habe gar keinen Durst. Ich habe auch keinen Durst. Kennst du, ich wollte eigentlich auf Toilette gehen. Hier ist quasi der Eingang zum Görli, Zentralverriegelung. Oder ist das ein, ist das eine Frau? Guck mal, wie ich sie erschrecke. Bruder, hast du sie erschrocken oder hast du mich erschrocken? Damn, Daniel. Ja, es regnet, ne? Ja und? Soll ich jetzt nach Hause fahren wieder oder? Boah, was für ein Irokesenschnitt er hatte. Boah, du magst es, ne, wenn dein Mund... Walla, ich hab mich gerübst. Hör auf zu rübsen. Ich schwöre auf alles, was mir hoch und heilig ist. Wenn ich gerübst habe, lass mich jetzt hier aufstellen. Ich geh zu Fuß nach Hamburg. Ja, dann schäm dich noch mehr, weil der Geruch vor 5 Minuten immer noch hier drin ist. Das schäm dich. Lass Küfte essen. Ja, hättest du nicht jetzt ein bisschen gesagt. Kelleck. Bruder, film noch offensichtlicher. Ob ich es mir glaubt oder nicht, ne, ich schwöre auf alles. Da war gerade ein Typ, der sah aus wie ein Security. Der ist hier Kopfhörer drin. Und ich vermute, dass es einer ist, der quasi... Wie nennt man das? Schmiere steht. Das heißt, wenn er irgendwas Auffälliges sieht, sprich wir, ein Typ, der aus der Beifahrerposition mit so einer fetten Kamera rauskommt, dann gibt er das natürlich seinen Kollegen weiter. Stimmt, ne? An sich müsstest du hinten sitzen. So, wie gesagt, nochmal ganz kurz für euch. Jetzt kann ich das nochmal ganz entspannt erklären. Wir sind ja eben an dem Haupteingang vorbeigefahren und da waren da quasi 3, 4 Jungs. Und der eine stand vorne quasi am Zaun und hat den Kopfhörer drin und hat die ganze Zeit alles abgecheckt. Also ich gehe davon aus, dass er derjenige ist, der so quasi alles im Überblick hat. Und wenn irgendwie Polizei oder Zivilpolizei kommt oder Leute wie wir kommen, dann gibt er das jemandem weiter. Ja, dann... verstecken sich wahrscheinlich die Leute. Also das ist natürlich ein bisschen komisch zu erklären, weil ihr wisst, YouTube, da kann man leider nicht so offen reden über solche Themen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oder wir können auch nicht einmal normal drehen, ne? Immer muss ich irgendwie eine Idee haben und uns in Gefahr bringen, ne? Oh, hör auf! Ah, Bruder, du kleiner Hund! Hör auf zu rülpsen! Wo hab ich gerülpst? Wo hab ich gerülpst? So, geht's dir gut? Soll ich fahren? Meine Stimmband ist fast rausgeflogen. Abo, da ist einer nicht so aufmerksam gefahren. Oder ist das irgendwie Parfüm? Hast du irgendwie so ein Rübsparfüm, Bruder? Das stinkt hier im ganzen Auto, Bruder. Hier ist auch ein Eingang, ne? Das ist quasi nicht der Haupteingang, glaube ich. Weißt du, was mir gerade Sorgen macht? Was? Der Motor hört sich auf herzlich insgesamt an. Also wir haben jetzt ein paar Eingänge gerade abgecheckt und da steht keiner. Also die stehen quasi alle am Haupteingang. Das ist natürlich auch nicht gut, ne? Stell dir mal vor, die blockieren die Straße. Wir können nicht mehr rückwärts oder vorwärts fahren. Dann ist vorbei.
Bruder, ich dreh gleich durch, ne? Bruder, es riecht immer noch nach deinem Rübs. Es tut uns auf jeden Fall sehr leid für die Belichtung, aber leider können wir nicht... Bruder, ich breche mir den Nacken, wenn ich darin rede. Leider können wir mit der Belichtung nichts anderes machen, weil wenn wir jetzt das Licht die ganze Zeit so anhaben, fallen wir natürlich direkt auf. Ich glaube, wir sind sogar schon direkt aufgefallen. Ich will nochmal betonen, das soll die gefährlichste Gegend in Berlin sein. Der gefährlichste Park der Görlitzer. Hier ist Belichtung schon gut, ne? Bruder, film mal schnell, rechts, links. Verfolgt uns, hä? Was laberst du? Was laberst du, Bruder? Er rennt zu seinen Kollegen, ich schwöre. Bruder, die haben unser Auto gecatcht, ich schwöre. Aber wie hat er uns direkt erkannt? In echt, das war einfach nur ein Zuschauer. Ey, was laberst du? Bruder, ich schwöre, ich habe mit allem gerechnet, aber ich habe nicht damit gerechnet. Bruder, mein Herz ist ganz kurz stehen geblieben, ich schwöre. Das Ding schnell vor euch, halt da, mach Fenster runter, weil das sah ja so aus, als würde er irgendwie was wollen. Weißt du, was ich meine? Yeah. Wisst ihr, was mir auch ein bisschen Angst gemacht hat? Der Typ ist direkt zu seinen Kollegen gerannt. Er ist über das Ding gesprungen, ne? Mhm. Bruder, ich kann dich gar nicht eins sein mit dem Mundschutz. Bruder, mein Herz ist komplett stehen geblieben eben, ne? Ich denke, was laberst du? Links. Ja, und das Problem ist, ich sag auch noch zu dir, guck links, guck links, guck links. Der Typ schläft, der guckt nach rechts. Was hast du da gefilmt? Das Brandenburger Tor oder was? Hinter uns Polizei. Hey, feig. Wir folgen uns immer noch. Eine Tuse? Ja, Bruder, kleine Nummer. Alter, du bist halt nicht im Land, ne? Ey, Junge, das meine ich dich nicht. Natürlich ist es jetzt ganz wichtig, dass wir ganz kurz ein bisschen Pause drunter legen, dass wir quasi erstmal 5 Minuten warten. Stellt euch mal einfach vor, die stellen sich auf die Straße, keine Ahnung, 5 Leute und wir können nicht durchfahren. Natürlich, ihr wisst selber, mein Fuß wäre so ein steifes Ding, ich würde direkt auf Gas, zack, direkt runter. Wir haben uns jetzt ganz kurz einen ruhigen Ort ausgesucht, um einmal ganz kurz zu reden. In der Situation konnte ich das nicht wirklich erklären, weil man da einfach noch krass unter Adrenalin stand. Ihr müsst euch vorstellen, wir fahren da vorbei, aber nicht mit dem Gedanken, dass da 3 Jungs stehen und einer davon über diese Geländer springt und zu uns rennt, zum Auto rennt. Wir sind mit dem Gedanken hingegangen, ey, wir fahren jetzt gleich rechts Richtung Görlitzer Park, wo wir am Anfang die 3 vor dem Zaun gesehen haben. Und ich hätte damit gerechnet, dass vielleicht die ein oder anderen sich vor das Auto stellen und irgendwie uns den Weg versperren. Wir mussten circa 50 Meter noch fahren und dann rechts. Dann ist der Moment passiert, den blende ich euch nochmal hier ein. Verfolgt uns, hä? Was laberst du? Was man aber auf dem Video nicht sieht, ist, dass der Typ so gemacht hat, ne? Das hat Breezy nicht mitgenommen, weil er ein bisschen geschlafen hat. Und dann rennt er zum Auto, ne? Und dann dachte ich mir, okay, tamam. Ich bleib lieber nicht stehen, fahr lieber weiter. Für einen kurzen Moment dachte ich mir, okay, soll ich anhalten, Fenster runter machen und fragen, was los ist? Vielleicht will er irgendwas anderes. Aber das sag ich mir, riskiere ich lieber nicht. Man weiß nicht, was er will, ne? Aber ich denke, er gehört auch zu denjenigen, die wir davor gefilmt haben, die quasi vor dem Zaun standen. Wir werden auf jeden Fall jetzt gleich da nochmal langfahren. Wir werden nochmal gucken, ob da was geht oder nicht. Aber es ist natürlich ein bisschen riskant. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, Görlitzer Park ist auf jeden Fall nicht ohne. Junge, wer fährt um 0.22 Uhr Fahrrad? Ausgangssperre, heute entscheidet sich alles. So, jetzt ist natürlich das Problem, wir sind gerade in Berlin und wir hatten eigentlich vor, noch mal ein paar andere Städte zu fahren. Warum ich euch das jetzt sage, ist einfach, wir befinden uns derzeit einfach in Berlin. Es kann natürlich jederzeit passieren, dass sie das mit der Ausgangssperre beschließen, dass wir dadurch dann quasi in Berlin stecken bleiben. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt wiederum, dass wir noch mal einmal ganz kurz am Görlitzer Park vorbeifahren, gucken, was geht und danach uns direkt auf den Weg nach Hamburg machen. Navi sagt 1 Minute noch. Wir müssen jetzt die Straße gerade runterfahren. Ich sag euch ehrlich, mein Bauchgefühl sagt gerade echt nichts Gutes. Das ist wirklich das letzte Mal, dass wir jetzt hier durchfahren, für heute. Ich glaube, die schmeißen einfach Steine aufs Auto. Ein Fuchs! Film nach rechts, film nach rechts. Ey, hier ist einfach ein Fuchs. Hier rechts, warte. Film hier raus. Ich schwöre, da war ein Fuchs. Ey, jetzt lachen mich die Leute schon aus. Ich schwöre, da war ein Fuchs. Oh, das ist ein Gespenster. Ich hoffe, der springt dir ins Gesicht. Ey, Bruder, das ist das Ding. Du schläfst. Ich schlafe nicht, Bruder. Ey, er glaubt mir das nicht, ne? Steig aus, wenn da kein Fuchs war. Bitte steig aus. Nein. Er ist safe jetzt da hinten irgendwo. Der ist safe irgendwo hingelaufen. Bruder, weißt du, was mich gerade richtig aufregt? Dass du mir nicht glaubst. Bruder. Was für Wolf, Junge, ich mein Fuchs, jetzt träumst du, Digga. Geh mal bitte da rein. Ich sag dir ehrlich, Bruder, wenn ich lüge, soll mir alles genommen werden. Ich hab 100% einen Fuchs gesehen. Ich hab sogar extra gerade gegoogelt, wie ein Fuchs aussieht. Vielleicht täusche ich mich, dachte ich mir. Aber ich hab mich nicht getäuscht. Du hast jetzt auf Video, ne? Ja. Du kriegst einen Puffi von mir, wenn du jetzt zur Baustelle mit der Taschenlampe und der Kamera gehst und dem Mikrofon, bisschen hier am Zaun und da nochmal guckst, du kriegst 50 Euro. Hand drauf. Also Corona-Hand. Zeig. Er redet nur groß. Ist gar nichts. Bleib mal jetzt hier. Das Ding ist, es ist nicht mal warm, weißt du? Ich sehe schon meine 50 Euro in meiner Tasche. Digga, hier ist nichts. Ich höre Geräusche, ich hab Angst. Merk selber, ne? Das, was ich gesehen habe, war ein Fuchs. Das war kein Hund, das war keine Katze. Ich hätte da nicht nochmal nachgeguckt, weil ich wusste, da ist ein Fuchs gewesen. Da hinten sind die. Wir können die von hier kurz ein bisschen beobachten. Er zieht die Jacke aus. Boah, was hat der da für einen Mantel an? Warte, er kommt. Zwei kommen. Kommen die? Ja, die kommen. Das sehen, deine Scheibe ist beschlagen.
War nicht, dass da irgendwas wirft. Boah, okay, das ist, glaube ich, die Stelle, wo wir auch das Video abbrechen können. Weil ich sage euch ehrlich, jetzt wird es wirklich ein bisschen zu riskant. Man muss auf jeden Fall immer seine Grenzen kennen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und natürlich auch unterhalten. Wo wollt ihr quasi den gefährlichsten Ort teilhaben? Was, Deutsch? Unsere Rechtfertigung ist, wir sind müde. Wir haben es jetzt gerade 0:48 Uhr. Wir sehen uns. Ciao.